Und in München begrüße ich jetzt herzlich unseren Korrespondenten Julian von Löwes. Herr von Löwes, gestern hartnäckig dieses Gerücht, er hätte beide Ämter mehr oder weniger zur Disposition gestellt oder angekündigt, er würde sich zurückziehen. Heute nun die Bautzener Erklärung. Was stimmt denn jetzt? Gestern, da haben sich tatsächlich die Meldungen so ein bisschen widersprochen. Auch wir haben das gehört, aber wir hatten auch Quellen von Teilnehmerkreisen, die uns berichtet haben, dass er nicht konkret seinen Rücktritt als Bundesinnenminister formuliert hat. Also es war Thema, er hat es angesprochen, aber einen konkreten Zeitplan hat er da nicht vorgelegt. Das waren unsere Quellen und entsprechend haben wir das dann auch gestern so kommuniziert, dass er das heute so klar formuliert. Das überrascht in der Tat. Also es war, man hätte schon damit rechnen können, dass er sich das noch offen hält. Er hat ja auch noch diese Erklärung, die er abgeben möchte, die er eigentlich ja nach der Vereidigung des bayerischen Kabinetts hier im Landtag abgeben wollte. Da will er und wird er ja diese Woche dann seinen Zeitplan vorstellen, sicherlich auch noch mal was zu den Hintergründen, zu seiner Motivation sagen. Dem ist er ja heute Mittag zuvorgekommen, als er da diesen Rücktritt erklärt hat, aber eben auch gleichzeitig gesagt, Bundesinnenminister will er uneingeschränkt bleiben. Das haben wahrscheinlich auch viele in der CSU, hat das wahrscheinlich auch überrascht. Spätestens seit der Wahl brodelt es gewaltig dort. Was denkt denn die Basis eigentlich über ihren Noch-Parteichef? Die Basis hat Seehofer zuletzt stark kritisiert. Allerdings, man muss in Bayern immer schauen, wo man hinhorcht. Also etwa im Fränkischen, in Nordbayern, da ist die Kritik oftmals lauter gegen Seehofer. Da ist das Söder-Lager, so kann man es bezeichnen, stärker. Söder kommt aus dieser Gegend. Seehofer als Oberbayer, das ist der einflussreichste, der größte und mächtigste Bezirksverband in der CSU. Da hat er sicherlich noch am meisten Rückhalt, aber auch da war die Kritik in letzter Zeit sehr, sehr laut geworden. Sie haben die Bezirksverbände angesprochen, die eigentliche mächtige Instanz in Bayern bei der CSU. Fordern die denn schon unisono seinen Rücktritt als Innenminister oder hält sich das noch, wie Sie gerade skizziert haben? Und zweite Frage, ist der Name Markus Söder als Parteichef denn jetzt schon ausgemachte Sache? Wir haben von den Bezirksvorsitzenden gestern nach der Sitzung und auch heute hier im Bayerischen Landtag nichts Offizielles gehört. Also alles, was da kam, waren gestern sozusagen, haben wir Mitteilungen bekommen aus der Sitzung heraus, nachher, aber nichts vor der Kamera, keine offiziellen Statements. Alles, was wir bisher haben, ist sozusagen die Auskunft von Seehofer selbst heute Mittag. Das heißt, wie die Bezirksvorsitzenden zu Seehofers Plan stehen, er will weiter Innenminister bleiben. Das wissen wir nicht. Es könnte sein, dass die einen sagen, gut, Hauptsache, er ist sozusagen von der Spitze jetzt weg. Der Weg ist frei für einen neuen. Das wäre in der Tat Markus Söder momentan da, der wohl aussichtsreichste Kandidat. Zum Beispiel dafür sprechen würde der Fakt, dass viele in der CSU von der Basis bis in die Spitzenpositionen sich eine Personalunion wieder wünschen würden. Also Ministerpräsident und Parteivorsitz in einer Hand. Das gefällt vielen in der CSU. Dafür würde Markus Söder stehen. Es kann aber genauso gut sein, dass viele Bezirksverbände, viele in der Basis es eben nicht reicht, dass Seehofer als Parteivorsitzender sich nur zurückzieht. Sie wollen ihn sozusagen völlig in den Ruhestand schicken. Das alles werden wir dann wissen, wenn auch der Zeitplan vielleicht mal steht, wenn wir wissen, wie sich Seehofer sozusagen seinen Abgang vom Parteivorsitzenden genau vorstellt. Das wissen wir ja vielleicht noch diese Woche. Herzlichen Dank, Julian von Löwes, nach München.